Heute möchte ich einen neuen Benutzer und Mitarbeiter im Programm anlegen. Im Edison Systemmenü unter Sicherheit Benutzerberechtigung melde ich mich mit Administrationsrechten an. Hier lege ich einen neuen Benutzer in der Benutzerverwaltung an. An dieser Stelle kann ich nun den neuen Benutzer anlegen. Der Herr Max Mustermann ist mein neuer Mitarbeiter. Und bekommt jetzt die neuen Zugangsdaten. Und diese Meldung bestätigen wir auch noch mit OK. Jetzt ist der neue Benutzer im Programm angelegt. Nun wechsle ich in den Kanzleimandanten, um den Mitarbeiter anlegen zu können. Unter dem Reiter Kanzlei, Stammdaten, Mitarbeiter lege ich meinen neuen Mitarbeiter an. Unter dem Reiter Neu kann nun der neue Mitarbeiter hier eingepflegt werden. Ich habe hier schon den Herrn Mustermann angelegt. Wichtig ist, dass der BBS-Benutzer mit dem Herrn Mustermann aus der Benutzerberechtigung hier verknüpft wird. Die BBS-Verknüpfung gilt für alle Prozesse hier im Programm, wie zum Beispiel die Leistungserfassung, Postbucheinträge, verschiedene Auswertungen in der Kanzlei, die ganze Honorarschreibung und Erlösaufteilung sowie die Zuordnung der Kanzlei in der Kanzleiverbindung. Die Stundensätze müssen erfasst werden, wenn diverse Auswertungen in der Kanzlei ausgegeben werden sollen. Und die Wochenarbeitszeit muss gefüllt sein, wenn Vorgänge genutzt werden im Programm. Weitere interessante Videos gibt es auf unserem YouTube-Kanal.